Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stuggi TV News. Ich sitze hier im Fitness First Bad Cannstatt und zwar nicht alleine, sondern mit Marcel. Er studiert Fitnessökonomie und wird uns heute ein bisschen erzählen, was er da so macht. Hallo Marcel. Hallo, grüß dich. Erklär uns doch ein bisschen, was machst du genau? Das Studium zum Fitnessökonom hat das Ziel, nachher so ein Fitnessstudio zu leiten. Also, dass man nachher in einer leitenden Position ist. Aber um da erstmal hinzukommen, muss man eben verschiedene Bereiche durchlaufen, damit man auch das Gefühl bekommt, wann läuft ein Fitnessstudio gut, wann läuft ein Fitnessstudio nicht so gut, wo kann man ansetzen, um was zu verbessern. Das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Also das ist unser Verhandelbereich hier, der oben, der große Bereich. Hier geht es darum, jeden Morgen natürlich erstmal aufzuräumen, die ganzen Sachen so hinzustellen, damit die Leute halt gerne hier hinkommen. Das heißt, die Hanteln sortieren, die Hantelstangen sortieren, die ganzen Gewichte sortieren. Gucken immer, dass natürlich auch der ganze Bereich hier unten sauber ist. Geht eigentlich um das Thema Sauberkeit, ja, um zu gucken, dass es nach was aussieht natürlich. Neben dem sportlichen Teil gehört natürlich auch zu gucken, dass der Organisationsbereich funktioniert. Das gehört auch zum Teil zum Trainern mit dazu und da gehen wir am besten mal kurz rein. Für uns Trainer gilt natürlich, dass wir die Leute nachtelefonieren, neue Mitglieder gucken, dass wir die Trainingstermine vereinbaren. Zu jedem Fitnessstudio gehört natürlich auch ein Group-Fitness-Bereich, das ist nämlich der Raum hier. Mein persönlicher Lieblingsbereich, weil ich da hier, damit hat meine Karriere im Fitnessbereich angefangen. Ich habe angefangen, Step- und Dance-Kursen zu unterrichten und da bin ich auch dabei geblieben seit 2008. Von dem her, mein persönlicher Lieblingsbereich gehört zu jedem Fitnessstudio eigentlich normales mit dabei. Und auch hier bei uns natürlich ein Bereich für mich in meiner Tätigkeit als Fitnessökonom. Also hier findet die täglichen Freestyle-Animationen hier im Raum statt und ich habe jetzt auch gleich eine Freestyle-Animation. Wenn ihr wollt, kommt gerne mit dazu. Ich freue mich auf euch. Ja, Marcel, wir haben dich eben in Action erlebt und du hast ja die Leute auch ordentlich zum Schnaufen gebracht. Aber sag mal, ist es nicht anstrengend, beruflich wirklich jeden Tag Sport zu machen? Das Gute am Trainerdasein ist ja, dass man nicht immer alles mitmachen muss. Das ist ja das Tolle daran. Ja, aber natürlich, man ist auf seine Gesundheit angewiesen. Das ist definitiv. Muss man gucken, dass man gesund bleibt. Aber man bleibt ja fit. Also wenn man mit den Leuten mitmacht, bleibt man auf jeden Fall immer fit. Und das ist gut an dem Job. Und es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Fit bleiben ist ein gutes Stichwort. Jetzt im Sommer, unsere Zuschauer, bei denen funktioniert es vielleicht noch nicht ganz so mit der Sommerfigur. Hast du da einen ultimativen Tipp, wie es jetzt auch noch Mitte Juni klappen kann? Oh, das ist immer so eine Sache, das wollen sie immer alle von einem hören. So schnell, so fit wie möglich zu werden, gibt es eigentlich an sich nicht. Wichtig ist immer die Kontinuität, immer fleißig dabei zu bleiben. Von Anfang an nicht aufzuhören, Regelmäßigkeit reinzubekommen in sein Training. Und das ist eigentlich das Schlüsselprinzip. Nicht irgendwie versuchen, in 3 Wochen alles zu bekommen, sondern versuchen halt über einen längeren Zeitraum eben das zu machen. Genau. Dann bedanken wir uns bei dir und wir wünschen euch, liebe Zuschauer, noch einen schönen sportlichen Sommer. Das war Lukas Kesselhut für Stuggi TV News.